So, mal wieder ein neues Paket, was wir hier haben. Ich rätsel immer noch, wofür die Abkürzung 1.4 bedeuten mag. Wahrscheinlich ist das so irgendein urwerkeigener Code. Nach Motto, was sollte in dieses Paket alles reinkommen? Nun gut, wir werden es rausfinden. Dann gucken wir mal, was wird heute. Gott sein, ich habe so eine Vermutung, bin ja gut informiert, aber gucken wir mal. So, das ist auf jeden Fall real gefüllt. Sehr gut. Und ja, da werden sich meine Kinder sehr drüber freuen. So, gucken wir mal, wie kriegen wir das denn alles ordentlich sortiert? Stapel. Gut, dann gucken wir mal, was alles hier geliefert wurde. So, Lesezeichen. Ganz viele Lesezeichen. Schauen wir mal. Monster hinter der Tür. Da sind die großen. Ein Weckerwicht. Ja, den könnte ich öfter mal gebrauchen, wenn ich nicht so wirklich aus dem Bett komme. Ein Fensterflegel. Ein Müllmonster, ja. Ja, Müllmonster sind immer gut, oder? Sehr schick. Monster der Geheimnisse. Das sollte ich vielleicht dem Kind auch sagen. Ich erzähle jetzt hier viele lustige Geheimnisse und dieses Monster verrät alles. Blumentopfblage. Witzbold. Kühlschrank-Kobold. Matschmonster. Faulzahn. Kleistergeist. Schattenmonster. Albtraummonster. Spieleschreck. Bücherbengel. Dachboden, Dame der Kellerkerle. Gruseltonmonster. Dank seiner großen Ohren kann es jedes Geräusch erkennen, egal wie leise es sein mag. Das klingt doch mal vernünftig. Wirrwicht. Zeigen von seinem Korb aus abwärts. Oh, damit sieht aber ziemlich traurig mal aus. Monster unterm Bett, der Klassiker. Der Schrankschreck, natürlich. Das Haarmonster. Ja, wenn ich noch so viele Haare hätte, aber ja, warum nicht? Es hat zwei große Augen, die in verschiedene Richtungen schauen. Und der Spiegelbold. Okay, viele Lesezeichen. Oh, steht jetzt noch Rückseite. Ah ja, da steht drauf, was diese Monster ausmacht. Ach ja, ich habe mir noch gar nicht gesagt, was das hier ist. Das ist das Kinderrollenspiel Monsterjagd. Das war, da muss ich mir kurz eine kleine Anekdote machen. Ich bin ja Vater von zwei Kindern und damit bin ich für sowas immer prädestiniert zu haben. Besonders sind die noch im richtigen Alter. Ich habe das kleinere Kind ist 4 und damit klassischer. Dafür wirklich ausgelegt, dass man das mit diesem Kind mal erproben kann. Ich vermute nur, das wird dann hier nicht auf diesem Kanal passieren, aber ja. Jetzt habe ich hier das Gummiband verräumt. Mist. Naja. Gut, schauen wir mal. Das nächste Ding: Buch der Monster der Finsternis. Ergänzung. Genau, das sind die deutschen Ergänzungen, vermute ich mal, nachdem hier verschiedene Persönlichkeiten draufstehen, die man ja in der Szene kennt. Und genau, der Bücherbengel geht so gesehen auf. Ah ja, wir hatten den Bücherbengel auf. Ah ja, Tobias Hammelmann. Okay. Haarmonster. Okay. Der Kleistergeist kommt von Tom Finn. Lena hat den Kühlschrank. Kobold. Thomas Römer, das Matschmonster und verschiedene Aufträge. Ja, sehr schön. Kleines, feines Heftchen. Die ganze Lieferung war leider nicht mehr hat es ja nicht mehr geschafft, in die Weihnachtszeit geliefert zu werden. Oh, jetzt kommt ein ganz großer Stapel an Zetteln. Ah, der Vertrag. Juhu, also der Vertrag für die MonsterjägerInnen. Genau. NachwuchsjägerInnen, genau. Und da kann man entsprechend, ja,
Sehr schön, besonders für die kleinsten JagdteilnehmerInnen. Genau, davon haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Genau, das ist so gesehen mit abwischbar. Ich muss nur schauen, wo ich noch Folienstifte habe. Aber sieht doch sehr schick aus, das Kleingedruckte. Die Monsterjägerinnen versprechen ihren Freunden von ihren Abenteuern zu erzählen und sie zu ermutigen, Monsterjagd mit ihnen zu spielen. Ja, und so züchtet man sich den nächsten Rollenspielnachwuchs heran. Ja. Mal schauen, ob ich. Ich glaube, ich komme nicht auf 5 MonsterjägerInnen zusammen. Selbst wenn ich jetzt so gesehen den Bekanntenkreis meiner Kinder noch anzapfen würde. Aber. Hey, es ist besser, etwas in der Rückhand zu haben und dann noch etwas für die Größeren. Auch so laminiert. Es fühlt sich sehr schön an. Ich finde es lustig, dass hier jetzt der Kaffeefleck drauf ist und auf dem anderen jetzt nicht. Und hier, genau, der Unterschied ist, dass eben Tiere deinen Kram hier und hier werden zusätzlich noch Hinweise aufgeschrieben. Ansonsten, genau, folgt. Ja. Sehr schick. So, also für die ganz Kleinen und jetzt für die etwas Größeren. Das müssen dann wahrscheinlich auch wieder 5 sein. Ja. Genau. Also, das ist dann für wahrscheinlich das große Kind. Mal schauen. Und dann noch die. Ist das jetzt die Erwachsenen-Variante? Also, wäre mal interessant, das mal zu probieren. Für alte Hasen. Die Behörde der Monsterjagd erklärt die hier unterzeichnete Person offiziell zur Meistermonsterjägerin. Ah ja. Oh, und darauf stehen dann effektiv die Regeln. Vielleicht wäre es doch für das größere Kind, das ist, und die anderen dann für die Neffen, Nichten in der Familie. Und auch davon gibt es 5 Stück. Sehr schick. So, was? Noch mehr? Uiuiui. Okay, also das waren 5 Stück von denen. Jetzt bin ich etwas überrascht, dass ich jetzt nochmal einen Schwung Verträge finde. Besonders ist das derselbe für die Kleinen. Also wieder 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, noch und dann nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder mit Kaffeefleck, aber für die ganz Großen gibt es keine Kaffeeflecken. Ist das jetzt so ein Hinweis darauf, dass ich jetzt den mittleren Kaffee dann so nachhelfen muss, dass sie bei der Sache bleiben? Ah. Ja. Dann haben wir nochmal 5. Also insgesamt 3 verschiedene Charakterbögen, wenn man so im alten Sprech sagt, Verträge, jeweils 30 Verträge. Ich fühle mich ein bisschen an manchen Besuch von dem Versicherungsvertreter gerade erinnert. Das ist eine ganz andere Art von Monsterbegegnung. Aber gut, wir sind auf jeden Fall wiederverwendbar, aber dann hätte ich einfach die. Also, wenn ich jetzt mit 30 Leuten auf Monsterjagd gehe, hat das was von dem Lab-Event. Na gut. Was haben wir denn hier? Ah ja, Stickerbogen. Einen Stickerbogen. Sehr schön. Davon hätte ich gerne lieber mehr gehabt. Meine Kinder lieben Sticker. So, was haben wir denn hier? Das Haus, in dem seltsame und unheimliche Dinge passieren. Ah ja. Okay, das ist eine einzelne Mappe mit Auftrag 1, Auftrag 2, Auftrag 3. Gut. Schauen wir mal. Wären das jetzt nicht so viele Verträge, hätte ich jetzt gerade gesagt, packe ich es jetzt da rein, weil das ist ja so gesehen so eine aufklappbare Mappe. Also. Gut. Schauen wir mal. Es ist einfach dieser klassische Gimmick-Kram dazu. So, was habe ich denn hier? Wieder Sachen eingeschweißt. Noch mehr Heftchen. Knister, knister, Knäuschen. Was knistert da in meinem. Ah. Ah, hätte ich so viel. So. Fingernägel müsste man haben.
Ah, der Geruch von Druckerschwärze. Das erinnert mich an die letzte Lieferung, wo ich ja Coriolis bekommen hatte. Den zweiten Teil des Kampagnenbands. Ja, einmal Druckerschwärze Deluxe. Und insgesamt vier Monsterjagd-Einsatzberichte. Sind das also mehrfach dasselbe? So, das heißt, genau. Effektiv ist das so ein Charakterbogen Deluxe, oder? Ist es so eine Personalakte, so vom Anspruch her, genau. Einmal, wer hat das veröffentlicht? Behörde vom Monsterjagd, Einsatzbericht, allgemeine Hinweise, Abzeichensammlung. Genau, das ist ähnlich wie der Reisepass bei so Nichtschurke. Den gab es ja auch. Okay, noch mehr. Und schreibe hier deine Erfolge auf. Ich bin ein Monsterjäger in der Behörde, erzähl einen Witz und lasse einen Seeschnepfe erscheinen. Helfe einem Monster. Würfel drei Einsen auf einmal. Ah, ich muss mir das Regelwerk jetzt mal wirklich durchlesen. Aber jetzt, wo alles da ist, kann ich das hier wirklich mal in Angriff nehmen. Fülle diese Seite mit Monstern. Malbuch. Und das Super-Tagebuch. Hier kannst du reinschreiben und malen, reinkleben, was du magst. Monsterspuren. Sehr schick. So, und davon vier. Ich habe 30 Agenten im Einsatz. Aber nur vier Personalakten. Ich glaube, ich habe ein Problem. So, was haben wir denn hier? Ups, Yay. So, gut, dann haben wir schon mal mehr Sticker, genau. Ah, das Deckblatt. Vier Einsatzberichte, sechs Bögen, Monsteraufzeichnungsabkleber. Gut, das ist nur das Deckblatt, was hier drin ist. So, Monsterklebebogen 1. Monsterklebebogen 2. Okay, noch mehr Monster. Genau, hier Abzeichen fürs zum Fangen, wie die Monster selber. Andere Abzeichen. Nochmal Monster. Okay, das ist also dahin. Nee, Moment. Abzeichen für Monster. Zum Monster helfen. Ah, okay, das ist was anderes. Und das letzte, Briefmarken. Ah, okay. Digitiv. Ich bin jetzt etwas irritiert. Das liest sich jetzt sehr spanisch, gerade für mein Verständnis. Hat man das vergessen zu übersetzen? Oder bin ich jetzt gerade einfach. Bin etwas verwirrt. Also, natürlich sieht es cool aus. Also, den Kindern stört es sich. Ich bin jetzt nur etwas verwirrt, warum man das nicht eingedeutscht hat. Ich werd mal bei irgendeiner Online-Con mal wieder die Leute vom Urwerk Verlag mal fragen, warum sind jetzt die Aufkleber nicht übersetzt? Also wenn da schon Text draufsteht, ich verstehe es nicht. Ich bin verwirrt. Na gut. So. So, was haben wir hier? Das fühlt sich und sieht nach einem Spieler das schon aus. Oh, also. Deckblatt, das brauche ich jetzt nicht. Ah, Moment, ich glaube, da ist irgendwas in der Produktion schiefgelaufen. Wenn man genau nicht schaut, auf diesem Deckblatt, da ist es übersetzt, auf dem Aufkleber nicht. Doof gelaufen. Es ist nicht schlimm, in dem Fall, aber man sieht, irgendwas ist da, also, sie haben es gemacht. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Aber irgendwas ist auf dem Weg dabei schiefgelaufen. Und ich weiß nicht was. Naja, gut. Schauen wir mal. Also, Behörde besiegt erneut die Angst. Das wäre mal etwas, was man in der heutigen Zeit gerne hören würde, wenn Behörden die Angst bekämpfen würden. So. So, dann gucken wir mal. Also, Monster fangen. Würfelt jeder drei Würfel, zählt euer Ergebnis zusammen, sprecht die magischen Worte.
Okay, kleine Monster, du bist jetzt gefangen, niemand muss mehr bangen. Kleine Monster, mach dich schön klein, dann passt du auch ins Einmachglas rein. ich liebe solche Reimdinger. Genau, verschiedene Hinweise, mal schauen, ob sich das im Alltag da wirklich nützlich macht. Schattenmonster, Monster und Furcht, okay. Regeln, Würfel. Epischer Fehlsch eine Würfel. Epischer Fehlschlag, garantierter Erfolg. Würfel 3, mittleres Ergebnis. Okay. Und Schritt für Schritt durch den Auftrag. Schnäppchen-Tipp. So, und dann natürlich noch die Rückseite. Also das. Eben, da sieht man, der Aufkleber ist hier auf dem Spielleitungsschirm auf jeden Fall übersetzt gewesen. Also hier Einsatz von Gimmicks. Helft, untersucht, hab Spaß. Ja. Ich werde auf jeden Fall Spaß haben, aber das jetzt für spanische Aufkleber haben? So, und das letzte, das Buch. Mit Aufklebern und Monstermarkern. Regelbuch. Patricia de Blas Alvaro Corin. Ich sehe schon, dass da irgendwie so eine Spotlackierung durch den Plastik ist. Mal schauen, wenn ich das aufkriege. Das steckt auf jeden Fall was mehr drin in dem. Mal gucken, mal gucken. Also ich habe ja, ich spiele ja immer wieder gerne mit meinen Familienkindern, die ich ja, das ist ja dank Pandemie, sieht man ja maximal die eigene Familie. Und da habe ich so gesehen den Luxus, dass ich genug Kinder zum Spiel, für welche sowas zur Hand habe. Das Problem ist eher, sich davon zu begeistern, Rollenspiele zu spielen, statt Videospiele, die mittlerweile leider, die sind alle so im mindestens Kindergarten bis Mittelstufenalter jetzt mittlerweile. Also das älteste Kind in dem Kreis ist jetzt 11. Mal schauen, wie viel ich davon überzeugt bekomme, mit mir und dem jüngsten Kind mit 4 Monsterjagd zu spielen. Ja, man sieht die Spotlackierung hier auch ganz gut, wenn man so ein bisschen das Licht dreht. Also diese kleinen Monsterchen kann man hier sehen. Dann machen wir mal auf. Ich bin ja ein großer Freund von Hardcover-Büchern. So, also, ja. Wir haben hier einen Schwung Tokens, die sich jetzt schon rauslösen. Das ist natürlich blöd. Ja, und da haben wir die vorigen Aufkleberbogen, den wir vorhin einmal hatten. Erst habe ich gedacht, das wurde nicht wieder übersetzt, aber ich habe das T bei Teamarbeit konnte ich aber jetzt irgendwie als Hema-Arbeit, He-Arbeit, naja, man kann es irgendwie lustig lesen, aber nee, hier steht Mut. Also, es ist nur irgendwie dieser eine Bogen. So, jetzt haben wir wieder hier weitere Räume, in denen seltsame Dinge passieren. Ja, das ist. So, der Vincent doch gemalt. Also, das ist nicht der Urwerk-Content sein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Handouts sind immer gut. So, jetzt blättern wir mal durchs Buch. Ja. Einmal das Wichtigste feststellen. Nach der Blamage von den Frostweiten. Ein Lesebändchen ist schon mal drin. Also, wir können schon mal sicher sein, Lesebändchen sind in diesem Grundregelwerk dabei. Vorausgesetzt, man gehört zur Zielgruppe, dass die dieses Regelwerk kaufen würden. Oh, ja, dieses Buch gehört. Oh, jetzt muss ich jetzt meinen Namen reinschreiben oder die Namen meiner Kinder? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Was wäre denn sinnvoller? Wem gehört dieses Buch? Genau, was ist ein Rollenspiel? Was ist Monsterjagd? Wie man ein Spiel vorbereitet? Verschiedene Spielarten. Das sind die Regeln, die Furcht. Hinweise, Sternchen, Abzeichen, Insider, Wissen. Genau. Also es ist jetzt, wie gesagt, nur ein
Wir blättern hier mal durch und schauen mal, wie das so von innen aussieht. Die Artwork ist ja sehr kindgerecht. Das ist ja auf jeden Fall festzuhalten. Mal schauen, ob wir irgendwelche Sachen finden, die nicht übersetzt wurden. Aber ich denke mal, auf das hier haben die meisten Menschen geachtet, weil das PDF dazu ja schon länger draußen ist. Aber ich hatte jetzt einfach echt nicht viel Zeit gehabt, da mich vorher mal reinzuschauen. Deswegen hat das jetzt eher auch so für was für mich jetzt zum, ja, mir mal einen Eindruck davon machen. Es ist auf jeden Fall so zum Blättern sehr schön. Genau, und wenn man so drüber schaut, also es ist gendergerechte Sprache, das ist auf jeden Fall, ist ja aktuell irgendwie so ein Geschmacksding. Ich bin damit völlig da fein und es ist jetzt auch nicht allzu ausufernd, halt da, wo es halt notwendig ist. Und das ist ja soweit okay. Wie weit ich das jetzt hier gerade beim Drüberscannen so sehe. Ja. Genau, da ist jetzt hier mysteriöser Raum, aufgerollter Teppich, Spukhaus mit umgedrehtem P. Ich glaube, da haben viele Spaß gehabt, das vom Layout alles so kindgerecht und richtig hinzubiegen. Sieht auf jeden Fall. Oh, einmal Textwüste. Das muss ich wahrscheinlich mit hoher. Also die vorige Seite muss ich auf jeden Fall vorlesen. Das hier sieht schon wieder. Genau, Einleitung, wähle, ermitteln. Katalog 1826. Warum 1826? Naja. Ausgegeben, illustriert. Lagergimmicks. Ah ja, Fun Fact. Ich war übrigens die erste Person, die damals bei dem Crowdfunding davon hier zugeschlagen hat. Weil es war, wie gesagt, für mich ein No-Brainer. Ich kaufe mir solche Kinderprodukte auf jeden Fall, um sie an meinen Kindern auszuprobieren. Mal ist der Erfolg größer, mal wieder weniger groß. Also ich habe sowohl Little Wizards von Green Gorilla und auch eben so Nichtschurke hier im Regal stehen. Und so Nichtschurke kam besser effektiv an. Aber ja, ist wahrscheinlich auch eine Geschmackssache und war auch vielleicht dem jeweiligen Situation gerade geschuldet. Das hier sieht auf jeden Fall sehr schön aus, hinsichtlich auch ein Teddy, ein super Stofftier. Er braucht nicht ein Superstofftier. Buch der Monster der Finsternis. Yay. Finsternis ist gut. Ja, meine Kinder sind ja aktuell wirklich so auf diesem ganzen Lego-Trip gerade. Das ist also das jüngste Kind. Und hinter der Tür. Spiegelbold. Was Blüten? Also so gesehen einmal das Bestiarium, wenn man das so im Klassischen einräumen wollen würde. Sehr, sehr hübsch. Muss ich auch bedenken, es ist wie gesagt jetzt kein ausuferndes Regelwerk, es ist wie gesagt ein kleines Ding, was man eben für Eltern, die eben RollenspielerInnen sind. Genau, und da waren jetzt so gesehen nicht die Monster eingearbeitet. Ich habe jetzt gerade keinen Kühlschrank-Kobold gesehen. Oder? Hier ist Kühlschrank-Kobold. Auf jeden Fall Smudge-Monster war jetzt auch nicht dabei. Also es wurde nicht eingebaut. Das ist so gesehen im separaten Teil drin. Und hier könnte man potenziell irgendein Monster reinschreiben. Das ist so eine leere Seite. Okay. Dann hier die Vorlage für den Vertrag. Super leicht für die ganz kleinen, dann für die etwas größeren und dann für die alten Hasen. Und dann die Auftragsakte. Liste der Dinge, die Monster normalerweise mögen oder wütend machen. Vielleicht kann ich auch meine eigenen Eigenschaften draufpacken. Du brauchst einen Spiegel, um das zu lesen. Ja. Löst du das Rätsel? Okay, also war früher als Teenager, habe ich solche Spiegelschriften auch so lesen können, aber ich glaube, ich bin einfach mittlerweile aus der Übung. Ausweise. Das ist etwas, was mich etwas irritiert. In den Gimmicks ist jetzt quasi kein Ausweisding drin. Ich hoffe, das war nicht. Das wundert mich jetzt gerade. Also ich kopiere das ohne weiteres, aber ich habe jetzt jeden Vertrag 10-mal, aber ich habe jetzt keine Ausweiskarten, also keine Visitenkarten.
Schade. Das wäre eigentlich irgendwie so naheliegend gewesen, weil das Buch zu zerschneiden, wie es hier angedeutet wird, werde ich nicht tun. Bitte unterstützt dieses Buch vor den Monstern, die in Bibliotheken leben. Ja, beschütze dieses Buch? Okay. Gut, ich habe jetzt keine ausufernde Bibliothek. Das hält sich in Grenzen. Die letzte Seite ist leer. Genau. Legen wir mal mit den Faden hinein. Ja, das ist so gesehen Monsterjagd. Ich muss mal die beiden Dinger jetzt mal hier ran. Also, das sind so die Hauptdinger: Spielleitungsschirm und das Regelbuch. Plus ein paar nette Beilagen. Und ja, das wurde mir jetzt von Uhrwerk dank Papierkrise mit etwas Verspätung geschickt, aber es ist immerhin vollzählig. Wie gesagt, ich bin jetzt nur etwas irritiert über spanische Aufkleber, fehlende Visitenkarten. Gut, also ob die Visitenkarten versprochen war, weiß ich nicht. Aber Monsterjagd, Sternchen und Detective de Monstrus. Ich kann kein Spanisch, also ist es jetzt nur ein reines Vermuten, wie ich es jetzt aussprechen müsste. Irgendwie schade, aber gut. Ist jetzt, wie gesagt, kein Beinbruch. Ist mir jetzt einfach nur beim Blickblättern am meisten aufgefallen. Gut. Sollte euch sowas hier überhaupt interessieren, naja, schreibt rein oder guckt es euch halt nicht an. Ich habe noch einiges noch ausstehen, was noch kommen sollen würde. Und bin mal gespannt, wann es kommt. Und bis dahin schauen wir mal, was hier weiteres auf dem Kanal passiert. Und wenn euch das hier gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da, hinterlasst ein Abo. Und wenn das euch hier nicht interessiert, dann ignoriert es bitte einfach. Es ist einfach nur eine Idee, was hier auf dem Kanal passiert. Und ja, vielleicht leite ich auch irgendwann Monsterjagd mit einer Schar Erwachsenen. Mal gucken. Ich glaube, ich habe Robert das erstmal an meinen Kindern. Und wenn das nicht so gut funktioniert, probiere ich es mit Erwachsenen. Und ansonsten habt einen schönen Tag und viel Spaß, was auch immer ihr tun mögt. Und lasst euch nicht von kleinen Monstern beißen oder ärgern. Und ja, bis dahin.